Ja, hallo zusammen. Heute geht es mal um die ganz, ganz kleinen Babys, um den sogenannten neugeborenen Ikterus oder die neugeborenen Gelbsucht. Das ist allein genommen keine Krankheit, sondern man geht davon aus, dass 2/3 aller Babys eine Phase mit neugeborenen Gelbsucht durchlaufen. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher physiologischer Prozess. Zum Glück ist es ganz, ganz selten, dass es so ausgeprägt ist, dass man das therapieren muss, weil es eben sonst zu irreparablen Schäden im Gehirn beim Baby kommen kann. Wie entsteht jetzt so ein neugeborenen Ikterus? In unserem Körper wird ständig Blut abgebaut und wenn die roten Blutkörperchen abgebaut werden, dann gibt es einen Stoff, der heißt Haptoglobin und der wird abgebaut und dabei entsteht Bilirubin und dieses Bilirubin ist der Stoff, der für die Gelbfärbung der Haut verantwortlich ist. Und im Normalfall wird der in der Leber so weiterverarbeitet, dass ihn der Körper ausscheiden kann. Aber bei Babys ist dieses System in den ersten 1, 2, 3 Wochen noch nicht richtig gut ausgebildet. Und deswegen neigen die dazu, dieses Bilirubin in höherem Maße im Blut zu haben. Klassischerweise fängt die Neugeborenen-Gelbsucht am 2. bis 3. Lebenstag an. Der Höhepunkt ist Tag 5 bis 7. Und so nach 10, 14 Tagen ist der Spuk eigentlich vorbei. Wenn Kinder ausschließlich gestillt sind, kann es auch mal über 3, 4 Wochen gehen. Da wäre es aber wichtig, beim Kinderarzt nochmal nachzufragen, ob das alles so in Ordnung ist. Ansonsten ist es eigentlich meistens eine Sache von den Hebammen, zunächst mal einen Blick auf das Baby zu haben und mit den Eltern zu besprechen, ob diese Gelbfärbung der Haut und oft auch das Klären von dem Weißen im Auge, ob das noch in Ordnung ist. Und die Hebammen haben da eigentlich ein sehr gutes Auge dafür. Und wenn es Sorgen und Zweifel gibt, dann schicken die Eltern zum Kinderarzt und wir Kinderärzte nehmen den Kindern Blut ab und können dann an dem Blutwert sehen, ob das mit der neugeborenen Gelbsucht noch in Ordnung ist oder nicht. Wenn der Wert zu hoch ist, dann muss man die Kinder leider in die Kinderklinik schicken. Dann werden die unter eine Lampe gelegt mit blauem Licht. Und dieses blaue Licht führt dazu, dass die Konzentration von diesem Bilirubin im Blut wieder runtergeht. Weil, wenn das nicht passiert, kann sich eben dieses Bilirubin im Gehirn einlagern und zu irreparablen Schäden führen. Also, zusammengefasst, eigentlich nichts Schlimmes, was Natürliches. Ein bisschen muss man ein Auge drauf haben und so ein bisschen gilt die alte Fußballverteidigerweisheit: better safe than sorry. Also im Notfall lieber öfter mal den Kinderarzt konsultieren und einen Blick aufs Kind werfen lassen, bevor wir irgendeinen schweren Hirnschaden riskieren. Bis nächste Woche.